Morgen, Leute, es ist wieder extrem früh, noch mitten in der Nacht und ich muss dringend mein Booty zum Brennen bringen. Es ist wieder Beintag heute und nehme ich euch heute auch wieder mit, filme ich mit, wie mein heutiges Beinworkout aussieht, mein Favorit heute. Let me see you go back. So, los geht's. Erstmal natürlich ein bisschen aufwärmen, Leute, das ist natürlich klar. Macht eure Übungen erstmal mit leichterem Gewicht und vorher natürlich ein bisschen Cardio und so weiter. So, ich fange jetzt an mit der Beinpresse. Mache ich aber da heute nur einbeinig, ne? Ja, man muss nicht immer nur Squats machen. Ich meide die momentan, wie gesagt, weil ich ein bisschen... ich habe das Gefühl, ich sollte sie mal ein wenig meiden. So, deswegen hier die Beinpresse, die ich aber auch sehr gerne mag. So, wichtig ist die Muscle-Mind-Connection. Leute, ganz ernsthaft jetzt. Und stellt den Fuß nicht zu weit unten auf und drückt aus der Ferse schön, aus den Pobacken, ja? Da müsst ihr schon euch ein bisschen mental drauf einlassen auch. Nicht einfach die Beinchen machen lassen. Der Kopf spielt eine ganz wichtige Rolle. So, nächste Übung sind Ausfallschritte an der Multipresse heute. Ja, ist nochmal eine andere Herausforderung. Ich mache die auch ganz gerne mit Kurzhanteln. Aber heute mal die Multipresse. Schön nicht zu schweres Gewicht wählen, lieber ordentlich ausführen. Beinchen schön weit vorne aufstellen, damit der Booty auch sehr stark beansprucht wird. Konzentration, Schultern zurück. Und als Abschlussburn mache ich das hier noch gerne. Ne? Beide Beinchen schön weit vorne aufstellen und dann hier, das ist auch nochmal, das ist so eine kleine persönliche Herausforderung für mich, die hänge ich einfach noch hinten dran, Leute, das ist jetzt mein Ding, was ich hier gerade noch so mache, das müsst ihr nicht machen, könnt ihr aber euch mal geben, wenn ihr wollt, ne, das ist nicht schlecht, ja, man sieht's. So, dann geht es weiter, wieder Beinpresse, aber diesmal diese mit den zwei separierten Fußauflegeplatten. Ich weiß gar nicht, wie man sie nennt. Auch da wieder aus den Fersen rausdrücken. Das ist nochmal eine andere Herausforderung, ne? Da ist wieder ein bisschen Balance gefragt und das ist einfach eine freiere Übung der Beinpresse. Ne? Das ist wieder nochmal ein bisschen anders und die gebe ich mir einfach jetzt auch heute noch mal zusätzlich. Muscle Mind auch hier bitte on. Und was ich da noch mache ist, ich hänge direkt nach einem Satz noch ein bisschen was für die Waden hinten dran, indem ich einfach so mache. Ne? Die Zehen unten an den Rand aufstellen und dann einfach quasi Waden drücken machen. Geht sehr gut, dann haben wir das direkt in einem mit, quasi als super Satz. Haben wir ein bisschen Zeit gespart. Ein bisschen Zeitvertreib in der Pause. Ein bisschen verschnaufen, Leute. Schön immer eure Pausezeiten einhalten, das ist auch ganz wichtig. Ne? Und weiter geht's, nächster Satz. Guck mal, ich variiere auch bei dem Wadendrücken mit der Zehenstellung. Ne? Jetzt habe ich hier ein bisschen nach außen gedreht. So hast du alle Seiten von den kleinen Haxen mit beansprucht. Ne? Muss ja auch sein. Sonst ist das ja alles, ne? Kein Verhältnis mehr. So, hier Becken heben, Hüft heben am Beinbeuger. Immer noch nach wie vor eine Übung, die ich sehr promote. Da gibt er bitte ordentlich Gas. Macht, ich mache heute wenig Gewicht. Viele Wiederholungen und am Ende natürlich wieder kleine Wiederholungen zum Mega-Burn. Und ihr könnt natürlich auch weniger Wiederholungen machen, höheres Gewicht, aber ich mache heute so. Und die Pausen sind doch auch einfach schön. Ne? Hätte man dann nicht einfach so ein kleines Käffchen zwischendurch, wäre das doch noch schöner. So. Weiter geht's, nächster Satz, Leute. Immer weiter im Game. Nicht nachlassen zwischendurch. So. Schön Fokus. Fokus. Die Booty-Bäckchen anspannen, aktivieren. Kopf
rein stecken in die Muskel, Booty Muskel. Ihr wisst, was ich meine. So, weiter so. Es geht weiter. Schön. Die Pausen macht ihr bitte so ästhetisch wie möglich, optisch, ja. So, dann Beinstrecker. Schön für den Quadrizeps, dass die Schenkelchen wirklich schön wachsen. Ja, da möchte ich drauf hinaus. Definitiv. Und ich mache das so lange, bis meine verdammten Jeans explodieren, Mann. So. Gebt alles bei dieser Übung. 3 Sätze mindestens. 8 bis 12 Wiederholungen. Zwischendurch ein bisschen schick ausschütteln die Beinchen. Wie eine Gymnastiklehrerin aus den 60ern sah das jetzt aus. Ne? Das war eine beliebte Übung damals. Und, ja, und dementsprechend sahen die Models damals auch aus. Ne? Null Gains! Null Gains. So, nicht mit uns. Heutzutage sieht das anders aus. So, das hätten wir. Jetzt gehen wir ab in die Frauenecke. Ja. Also wir sind nämlich schon so gut wie durch für heute. Schmeißen das Handtuch auf uns extrem cool in die Ecke. Holen uns eine schwere Hantel aus dem Frauenbereich, die im Grunde genommen nicht allzu schwer ist. Ja, machen damit aber noch ein wenig extra Burn am Ende des Leg-Workouts. Wie zum Beispiel hier, ne? Ihr seht, ich press wirklich dann am Ende hier, ne, bei diesen Sumo-Squats das Becken schön nach vorne. Da geht es um Squeeze, ja, und wirklich um Konzentration nochmal und um richtig den Brenneffekt im Muskel. Wir wollen heute brennen. So. Ja, das ist am Schluss auch nochmal schön. Einfach, weil man dann auch weiß, so, es ist jetzt eh vorbei. Da hat man irgendwie nochmal so einen extra Push und dann gibt man nochmal alles. Hier nochmal kleine Bewegungen, komm, so halbe kleine Bewegungen. Die sind's manchmal, Leute. Die machen den Unterschied. Da habt ihr die Booty Gains. So, das war's für heute. Ich gehe heim. Tschö.